Wir schreiben den 16. April 1945. Man muss sich das mal vorstellen, 16. April 1945. Deutschland lag am Boden. Wir waren besiegt. Die Russen waren bereits auf unserem Terrain. In Deutschland waren die Amerikaner, die Engländer weit eingedrungen. Der Krieg war restlos verloren, aber sowas von verloren, restlos verloren. Es war ein grauenhafter Krieg. Da bin ich in Berlin tätig als Obergefreiter und leite das Casino des dort fliegenden Personals. Aber von fliegendem Personal war überhaupt keine Rede. Wir konnten gar nicht fliegen. Wir hatten zwar 45 oder 50 flugfähige, einmotorige Maschinen dort, dort, wo heute der neue Flughafen gebaut wird. Genau dort waren wir auch tätig. Nur das war nur eine Wiese, weiter war da nichts. Aber wir konnten nicht fliegen, weil wir kein Benzin hatten. Man stelle sich das vor. Wir hatten kein Benzin und lebten nur oder tobten da herum. Von toben war auch gar keine Rede. Da wir fliegendes Personal waren, bekamen wir jeden Morgen eine Milchsuppe. Bitte, 45. Februar 45. Das muss man sich bitte vor Augen führen. April 45. 3 Zigaretten, 20 Gramm Butter, nicht Margarine, und eine halbe Tafel Schokolade. Das war Pflicht und Vorschrift, das bekam fliegendes Personal. Aber wir flogen ja gar nicht. Man stellt sich das mal vor. Und 20 Kilometer weiter, da war die Front. Da lagen die deutschen Soldaten und die Russen bereiteten sich auf den Großangriff auf Berlin vor. Die zogen alles dort zusammen. Immer mehr Panzer, immer mehr Soldaten. Eine Übermacht, unglaublich. Da hatten wir so ein paar klägliche Soldaten, die da standen noch. Das war also ein Witz geradezu. Also wenn die loslegen, die Russen, dann sind die innerhalb von 2 Stunden da, wo wir jetzt sind, mit unseren Maschinen. Und dann überrennen die uns und werden Berlin einnehmen. Das war also völlig klar. Und unter dieser Prämisse war natürlich auch in dem Offizierscasino, was ich dort leitete, mehr oder weniger, da war nicht mehr viel Staat zu machen. Da war jeden Abend im Casino fast ein gleiches, leichtes Besäufnis. Jeder sagte, der Krieg wird wunderbar sein, der Friede muss schrecklich werden. Das heißt also, da kommt jetzt nur entweder Tod oder Gefangenschaft und dann in russischer, also das kann nur grauenhaft und schrecklich werden. Das war uns allen klar. Und in dieser Art des dahin Vegetierens, obwohl wir alles hatten, wir hatten Cognac, wir hatten zu essen jede Menge, wurde jeden Abend natürlich ein mittleres Besäufnis und eines Abends nahm einer der Offiziere, ein Ritterkreuzträger, nahm seine 08 und schoss das Hitlerbild, was an der Wand hält, hing den Hitler genau in den Kopf. Wumm! Damit trat eine gewisse Ernüchterung zwar ein, aber ich habe dann an dem Abend noch, als die dann langsam alle wieder in ihre Betten schlichen, mich aufgemacht, habe das Bild weggenommen, das zerschossene Bild, das vernichtet heimlich irgendwo und bin am nächsten Morgen früh aufgestanden, um nach Berlin zu gehen, um mein neues Bild dahin zu etablieren, damit das nicht nach draußen dringt, was hier am Abend passiert ist. Aber es ist doch nach draußen gedrungen, irgendein Nazi gab es ja dann wohl immer noch. Und darauf hat man das war ein Major, ein Ritterkreuzträger, der das getan hat. Ich weiß auch den Namen, ich will den Namen hier bewusst nicht nennen heute. Den hat man am nächsten Morgen, ich habe das gar nicht mitbekommen, von der Gestapo verhaftet und abgeführt. Ich habe den nie wieder gesehen und ich wurde an dem nächsten Morgen strafversetzt, weil ich dieses Bild versucht hatte zu vertuschen, den Vorfall, und also nicht gemeldet hatte. Und das ist meine Strafversetzung, damit beginnt auch meine Flucht. Das ist der 16. April oder 12. April, habe ich das richtig gesagt, 45. Als ich zum Flugplatz, zum Bahnhof gebracht wurde, um in den Zug zu steigen, der nach Gardelegen, also Richtung Frankfurt fuhr, war eigentlich mein Plan innerhalb bei mir schon so angekommen, dass ich mir gedacht habe,
Dort soll ich zu den Fallschirmjägern nach Garde legen. Das wurde mir auch schon prophezeit. Sollte hinter den russischen Linien mit dem Fallschirm abspringen, um dann die Russen von hinten zu erschießen. Eine wunderbare Aufgabe, wenn ich mir das heute so vorstelle. Also Himmelfahrtskommando, ist doch gar nichts dagegen. Also das kann ich mal gleich mir die Kugel selbst geben und mich in den Fallschirm hängen und oben ein bisschen herumflattern lassen. Also da habe ich mir gesagt, also für mich ist der Krieg absolut zu Ende. Ich muss versuchen, in jedem Fall nach Hamburg zu kommen. Da habe ich eine Chance bei meinen Eltern, wie auch immer. Aber da fahre ich nach Gardelegen in keinem Fall hin. Habe also den Zug bestiegen, den Zug, der nach Hamburg fuhr. Hatte aber, das war der reine Zufall, jetzt per Zufall meine Papiere mitbekommen. Weil die mussten ja nun, ich wurde ja aus der Einheit völlig abgemeldet, kam zu einer neuen Einheit. Somit mussten meine Papiere auch jetzt zur neuen Einheit hin, nach Gardelegen. Und da überlegte man sich, ob es sinnvoll sei, die per Post zu schicken oder noch dem Obergefreiten Petersen nicht mitzugehen, versiegelt natürlich, damit er nicht dabei geht, und den Gardelegen abgeben. Und das, wo das Resultat war, ich bekam meine Papiere mit. Den Wert dieser Papiere habe ich, wenn ich das heute überlege, überhaupt nicht bedacht. Mir war nur erstmal, wie komme ich nach Hamburg? Wie komme ich ungesehen nach, ich muss nach Hamburg? Das war das Anliegen meinerseits.